Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Transocean The Shipping Company. Und ich habe einen Frosch im Hals. So, wir sind auf dem Weg zur Unabhängigkeit. Dazu fehlen uns leider noch ungefähr 2 Milliarden. Aber da sind schon wieder 15 Millionen mehr am Start. Wir haben nämlich ein paar schöne Waffen transportiert. So, und jetzt brauchen wir hier einfach lukrative Aufträge ohne Ende. Aber das sieht alles nicht so lukrativ krass gut aus. Echt scheiße. New York. Das waren Raubkopien. Ach, Maschinen, das geht auch nicht. Dann fahren wir die Maschine nach Felixstone. Okay, kein Problem. Und ablegen. Nächstes Schiff ist schon bereit zum Anlegen. Maggie Streamliner. Sehr gut. Einmal betanken. Auftragsliste. Was haben wir hier Schönes? Was haben wir Schönes? Was haben wir Schönes? Was haben wir Schönes? St. Petersburg. Die Antiquitäten. Das klingt auf jeden Fall gut. Ist auch gleich hier oben. Brauchen wir nur 17 Tage. Was natürlich spitzen mega hyper duper klasse ist. So, irgendeiner ist mit dem Schlepper angelegt. Ich weiß noch nicht wo. Ach, da unten, endlich. So, warte mal. Hier, betanken, ablegen. Und zack, weiter geht's. Ein Firmenvertrag fehlt uns nämlich noch. Einer fehlt uns noch. Ach, Gott sei Dank, wir haben den Auftrag auch endlich. Dann Schiff verkaufen. Den Feeder auf jeden Fall. Weg damit. Pearl of the Sea. So, und go. Palim, palim. So, okay. Chemikalien. Ablegen, wo wollen wir hin? Nach Keyhin Ports. Oh, wären zwei schöne Aufträge gewesen. Na gut, egal. Fahren wir weiter. Ablegen. So, gibt es nochmal 16 Millionen und Auftragsliste. Kapstadt. 20 Millionen. Und ablegen. Einmal anlegen, sehr gut. Fragwürdige Waren sind auch am Start. Und die müssen wir reparieren, das nützt nichts. Zack, einmal für 6 Millionen. Steht die natürlich 20 Tage. Wir haben keine offenen Verträge mehr, aber was wir haben, sind hier noch so eine Riesenaufträge. Allerdings, muss ich ganz ehrlich sagen, tendiere ich schon dazu, ich würde gerne einen Auftrag haben, wo es jetzt wirklich um wertvolle Sachen geht. Ja, das ist scheiße, weil dann können wir nur Panamax und Feeder nehmen. Und die haben wir ja bekanntlicherweise verkauft. 22 Millionen kriegt man hier am Boni. Wäre zu überlegen, können wir aber auch den ganz großen nicht nehmen. Deswegen warten wir mal lieber noch ein paar Tage ab. So. Oh yeah. Ablegen. Volltanken natürlich vorher noch. Und ablegen. Die Waren liefern wir natürlich noch aus, bevor wir unsere Feeder verkaufen. So, wieder ein bisschen Geld. Müssen wir auch aufpassen. Der muss dann auch mal repariert werden. Das nützt nichts. Antiquitäten nach Melbourne. Machen wir das. Machen wir das, machen wir das, machen wir das. Ich bin echt so gespannt. Hier gibt es ja wirklich nichts mehr. Wir haben übrigens 10% Liegebühren an den Häfen, 1,2% Chance auf Piratenangriff, Medikamentaufträge werden angeboten, Antiquitätenaufträge werden, Luxusgüter werden angeboten. Ja, sehr schön. So, okay. Okay, ist ein Stanley angekommen. Und das war auch die letzte Fahrt. Unser Randy One. Ach, die Randy One. Das tut mir aber auch ein bisschen leid, dass wir die verkaufen müssen. Aber es nützt nichts, meine lieben Freunde. So. Neue Aufträge sind verfügbar. Abouf de l'Or ist angekommen. Mit Elektronikgütern für 20 Mios. So, was?
was haben wir jetzt hier? Schönes Kapstadt. Was haben wir hier? Oh, zwei sehr interessante Sachen. Boah, 27 nach Shanghai. Laden wir das einmal. Können wir die noch mitnehmen? Holz für 10 Millionen. Das sind natürlich 37 Millionen, was wir jetzt hier geladen haben. Ultra nice. So, ablegen. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Achso, das war das Schiff, was repariert wird. Die Frage ist halt, lohnt es sich, noch ein Schiff zu kaufen oder lohnt es sich, kein Schiff mehr zu kaufen? Das ist halt die große Preisfrage, wie ich finde. So, auf jeden Fall lohnt es sich, dieses Schiff zu verkaufen. Ja, richtig, meine Freunde. Ich verkaufe alle Panamax und alle Feeder. Und überlege gerade ernsthaft, ob ich mir noch einen der ULCV-Klasse hole. Ich hole mir noch einen. Kaufen wir mal. Da steht dann Busan. Das wird die neue Trouble Town. Das passt vor allen Dingen für so ein großes Schiff. Und wo steht sie? Wo steht sie? Wo steht sie? Die Trouble Town steht in Busan, nämlich hier. So, Auftragsliste. Wir haben jetzt nichts groß irgendwie rumverbessern. Wir haben jetzt einfach so nehmen, wie es ist hier. Maschinennachmeldung. Ne. Dann machen wir das. Bestätigen. Ablegen. Nach Rotterdam. Warum kann ich nicht ablegen? What? Wo ist denn das Problem? Ach so. Ach nee. Hab ich nicht, oder? Hab ich jetzt wirklich auf das Schiff geladen? Sehr doof. Sehr doof. Sehr doof. Die steht nämlich hier. Ach, scheiße. Das ist natürlich so blöd. So, komm, einmal radioaktive Waren. Dann fahren wir halt erstmal das da. Ablegen. Neue Firmenangebote, sehr gut. Schauen wir mal, ob da was dabei ist. Und Auftragsliste. Elektronik nach Hamburg. Können wir Postpakete noch mitnehmen? Sind auch 20 Millionen und das mit einem Post-Panamax. Sehr gut, sehr gut. Hamburg. Dass Hamburg so einen kleinen Hafen haben soll, das kann ich fast gar nicht glauben. Wenn ich ehrlich bin. Wir wollten mal ganz kurz schauen, Firmenverträge technisch, was es da gibt. Nein, das könnt ihr vergessen, das mache ich nicht. Nur Schrott. Nur Schrott. Die will in St. Petersburg anlegen. Ja. Das darf sie natürlich. So. Nehmen wir das auch noch mit. Und ablegen. Einmal dorthin und einmal dorthin. Und zack, auf geht's. So, die ist auch bereit. Oh, die fragwürdigen Waren sind angekommen. Gott sei Dank. Das ist sehr gut. Auftragsliste. Idee. Machen wir das doch so. Warte mal, könnte ich wahrscheinlich noch was annehmen, oder? Ja. Alter, das Ding vollgepackt nur mit radioaktiven Waren. Das sieht gut aus. Das heißt, wir fahren hier hin, fahren hier hin und fahren dorthin. Und dann haben wir einiges mehr auf dem Konto.
Felixstone einmal anlegen zum Hafen. Da sind gerade die Maschinen angekommen. So. Oh, geht auch wieder nur eins. Das ist da zum Heulen, ist das. Haben halt nur Metall. Das Zeug ist zu schwer. Das ist das Problem an der Sache. 26 Tage kann er wieder da runter eiern, der Kleine. Noch 8 Tage, dann ist das Teil auch wieder einsatzbereit. Anlegen. Muss mal aufpassen. 63% ist nicht mehr viel. Scheiße, dass wir die Medikamente nicht noch laden können. Dafür könnte man das noch laden. Machen wir mal so. Fahren wir da oben die Route quasi ab. Und zwar einmal hier hin und einmal hier hin. Und ablegen. So. 800 Millionen wieder. Und da gibt es wieder 19,8 Millionen. Nehmen wir das noch mit. Das passt auch gut zusammen. Luxusgüter und radioaktive Waren. Einmal nach Hongkong und einmal dahin. So. Chinolino ist bereit. Okay, die lassen wir natürlich auch noch mit da hochfahren. Dass die ihre Waren noch loswerden kann. Und dann dürfte doch alles passen. So, 17 Mios wieder. Und dann müssen wir mal schauen, was haben wir hier Schönes. Antiquitäten hätten wir im Angebot. Das sind wieder 20 Millionen und einmal da hoch. So. Ein Tag noch. Oh, wieder 251 Millionen abgebucht. Ey, die alte geht mir so auf den Pisser, ey, das geht gar nicht. Das gibt's gar nicht, sowas. Ey, das lohnt sich aber gar nicht mit den Dingern, ey, das muss ich jetzt mal so sagen. Die haben ja Spritkosten, Schwerölkosten, die sind ja jenseits von gut und böse. Alter, wollen die mich abrollen? Das ist ja abartig. So, ein bisschen Gemach machen hier. So, ablegen. Rotterdam, Auftragsliste. Kann man da noch irgendwas mitnehmen? Nö. Wieso können wir nicht ablegen? Stimmt, war ja das gute Stück, was noch repariert wird. Da will ich eigentlich hin. Okay, ablegen. Ablegen. Oh. Gibt es wieder ordentlich Geld. Bisschen tanken. Nehmen wir die zwei Sachen mit und fahren einmal nach Metro Vancouver. Hier hoch. Schön die Küste entlang. Der möchte weiter nach St. Petersburg. Gibt es nichts, was wir noch mitnehmen können, deswegen einmal ablegen. Oh, ey, macht mich wahnsinnig, die Olle. Die kostet uns einfach so unglaublich viel Geld. Auftrags. Oh, yeah. Wir haben ja bescheuert. Das machen wir doch so rum. So, ablegen. Einmal hier einen kurzen Zwischenstopp und dann düsen wir weiter nach hier hinten und dann haben wir schon wieder richtig viel mehr Geld auf dem Taschen. So, nochmal 27 Millionen. Und was? Ach, schade.
Das können wir auf jeden Fall laden. So. Und die ist bereit zum Anlegen in Nuke. Das heißt, wir können das gute Stück einmal verkaufen. Ja, da gibt es auch noch knapp 10 Mios dafür. Und go. 76% hat die noch. Ich sag mal durchfahren. Ich glaube, das ist nämlich auch ein Achievement. Dreimal durch einen Sturm zu fahren. Kann man auch mal machen. So ist nicht. So, warte mal, wo will die hin? Felixstone. Haben wir nix. Haben wir nix, haben wir nix, haben wir nix. Ja, wir könnten dann auch direkt weiter nach Kolonnen. Das ist ein Terminauftrag. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Machen wir mal lieber vorsichtig. Ablegen. Schlepperhilfe. Genau, es gab auch wieder 20 Millionen. Mit diesem Postpaket, ich finde es halt überflüssig, wenn ich ehrlich bin. Agrargüter, die müssen nach Tangjung irgendwas. Das heißt, wir fahren erst dorthin und dann dorthin ablegen. Sehr gut. Tanken. Achso, jetzt geht's ja weiter nach Chapel Alley und Colombo. Da haben wir leider aber nichts. Nö, nö, nö. Lass mal gut sein. Haben jetzt mal hier irgendwelche neuen Firmenverträge schon? Nein, haben wir leider auch nicht. Oh Mann. Und einmal volltanken. Auftragsliste. Georgia Ports. Alles nicht so nach Lima. Könnte man nach Lima weiter. Das könnte man machen. Die Dinge ablegen. Lima. Okay. Und da gibt es nochmal schön die radioaktiven Waren. Und das hat das gute Stück immer noch geladen. Immer noch Killingports. Oho. Oho. Wie geil. Hammer. Das ist ja super. Gibt natürlich richtig dicke Asche. Richtig, 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 richtig dicke Asche. So, okay. Einmal betanken, Auftragsliste. Wir wollen weiter nach Lima. Könnten wir Maschinen noch mitnehmen, aber wir haben leider keine Kapazitäten mehr. Kapazitäten mehr. Ja, ja, ist doch schon alles am Start hier. Auftragsliste, da geht's nach Chapel Alley weiter. Ne, so lukrative Aufträge haben wir auch nicht. Ablegen. Das ist ein extrem geiler Auftrag gewesen. So, bestätigen. Einmal hier hin und einmal dorthin. Okay. So. Also die radioaktiven Waren, die laufen echt gut. Busan. Nein, haben wir nichts. Dann ablegen. 31 Millionen. Ablegen.
Gut. So, meine lieben Freunde, aber an dieser Stelle wollen wir unsere kleine Spritztour zu 2,8 Milliarden erst einmal beenden. Wir sind schon wieder bei 800 Millionen. Dafür war die Olle ja schon wieder so gierig gewesen. Das war ja das Problem an der ganzen Sache. Aber es sieht echt gut aus. Es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Wir könnten hier Portset ein bisschen einreiten mit den fragwürdigen Waren. Ja, da fahren wir lieber für 16 Millionen Luxusgüter. Was hältst du dann davon? So. Das war's erstmal gewesen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hinterlasst mir auf jeden Fall ein Däumchen, damit ich hier noch ein bisschen Ansporn habe, so kurz auf der Zielgeraden hier jetzt quasi noch diese 2 Milliarden zu verdienen. Und ja, in diesem Sinne, ich bin erstmal raus. Bis dahin. Tschüss.